ganzen kritischen Geschäftsprozess, Medizintechnik, können hier natürlich nicht den vollständigen Umfang abdecken, aber meinen Eindruck verschaffen, wo ein ALM-System hier unterstützen kann und wo ja hier einfach eine positive Entwicklung in der Steuerung von den Prozessen möglich ist. Wir springen durch die Präsentation, wir werden uns abwechseln. Also ich werde zu den Geschäftsprozessen sprechen, die Frau Tran wird dann entsprechend das auch in der Software zeigen, wie das in CodeBeamer aussieht. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, würde ich Sie bitten, dass Sie einfach direkt dazwischen fragen, weil das am einfachsten ist, wenn wir genau in dem Thema gerade drin sind. Mhm. Okay? Ja. Jawohl. Können Sie dann, Frau Tran, gerne eins weiterspringen? Genau, was haben wir als kleine Agenda zusammengefasst? Anforderungen an Prozesse, was ist überhaupt wichtig an Prozessen? Einhaltung der Anforderungen, ALM-System als eine mögliche Lösung, Beispiele aus der Praxis und dann am Anschluss noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Diskussionen, in eine Diskussion zu gehen. Nächste, genau, was sind die Anforderungen an Prozesse, die wir haben? Die sind natürlich sehr vielfältig. Im Folgenden zeigen wir, welche das sind. Noch eins weiter, bitte. Wir haben einmal bei Prozessen grundsätzlich die Anforderung, dass identische Abläufe für jeden Vorgang passieren. Ich sage gleich zu jedem Punkt noch was. Wir müssen die Vollständigkeit von Inhalten in jedem Status sicherstellen. Wir müssen eine Nachvollziehbarkeit herstellen, und zwar sowohl für alle durchgeführten Schritte als auch für jeden Zwischenstand, der während dem Ablauf passiert ist. Also auch was vor 2 Jahren passiert ist oder was vor 1,5 Jahren. Wir müssen immer die Konstellation herstellen können, welche Informationen waren zu welchem Zeitpunkt bekannt. Wir müssen eindeutige Verantwortlichkeiten definieren und diese auch einhalten. Und wir müssen einfache und klare Bezeichnungen für Status und Prozesse haben. Was das im Detail heißt, sehen wir jetzt auf den folgenden Seiten. Ja, sichere Prozesse sind natürlich die Voraussetzung von sicheren Abläufen. Nur so kann ich sicherstellen, dass die Abläufe auch immer gleich und immer so ablaufen, wie ich mir das Ganze auch vorgestellt habe. Identische Abläufe für jeden Vorgang. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass jeder Geschäftsvorfall, wenn die Rahmenbedingungen identisch sind, immer zu demselben Ergebnis führen muss. Also wenn man sich vorstellt, dass wir ohne Software nur mit Papier arbeiten, dann passiert es ganz oft, dass zwar identische Vorfälle unterschiedlich bearbeitet werden. Zum einen, weil unterschiedliche Beteiligte an dem Vorfall daran beteiligt sind. Zum anderen, weil bestimmte Dinge nicht erkannt werden oder die Mitarbeiter, die den Geschäftsvorfall bearbeiten, nicht genau über den Ablauf informiert sind und nicht wissen, wie das funktioniert. Also eine Voraussetzung muss sein, dass jeder Vorgang gleichartig bearbeitet wird und natürlich im Ergebnis dann auch das gleiche Ergebnis rausbekommt. Nächste Seite bitte. Vollständigkeit von Inhalten in jedem Status. Wir müssen sicherstellen, dass vor einem Prozessschritt, also vor einem Workflow-Schritt, mindestens die Inhalte erfasst worden sind, die wir dafür definiert haben. Also wir haben einen Ablauf, der definiert 25 Schritte und dort müssen wir auch definieren, wann welche Informationen bekannt sein müssen. Das macht keinen Sinn, zum Beispiel eine Risikobewertung zu machen, ohne dass wir eine vollständige technische Information zu einem Prozess vorliegen haben. Nächste Seite bitte. Nachvollziehbarkeit. Wie vorhin schon kurz angedeutet, muss es möglich sein, im Nachgang festzustellen, wer hat welchen Prozessschritt zu welcher Uhrzeit und zu welchem Datum durchgeführt. Und das ganz Wichtige, was da dazu gehört, ist, auf Basis welcher Informationen hat er diesen Prozessschritt durchgeführt. Also wenn man sich heute Unterlagen dann anschaut, im Nachgang, wir sind 2 Jahre später und es ist ein Vorfall eingetreten und wir müssen das nachvollziehen, dann haben wir dann in der Dokumentation häufig immer die vollständige Information und stellen uns dann die Frage, warum der Mitarbeiter damals diese Entscheidung getroffen hat, also diesen Prozessschritt durchgeführt hat. Und es kann ja sein, dass zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht alle Informationen zur Verfügung standen.
Und deshalb ist es sehr wichtig, nachvollziehen zu können, welche Informationen lagen denn zum Zeitpunkt der Durchführung der handelnden Person vor. Eindeutige Verantwortlichkeiten. Wir müssen natürlich mit unserem Prozess auch sicherstellen, dass die einzelnen Prozessschritte nur von Mitarbeitern durchgeführt werden, die das entsprechende Wissen haben, also das Know-how haben und die in meiner Organisation auch die entsprechende Verantwortung haben, so einen Prozessschritt auch durchzuführen. Also als Beispiele hier mal einen Sicherheitsbeauftragten oder einen Geschäftsführer, die einfach entsprechende Tätigkeiten durchführen müssen und das nicht an einen normal angestellten Ingenieur übergeben können. Weil damit komme ich aus der Verantwortung, also damit kann ich mich als Geschäftsführer aus der Verantwortung nicht lösen, indem ich den Prozess einfach an jemand anders übergebe. Springen wir noch eins weiter, bitte. Einfache und klare Bezeichnung für Status- und Prozessschritte. Das ist ein Thema, das grundsätzlich für Prozesse gilt. Jeder Status und jeder Prozessschritt muss für jeden Beteiligten eindeutig und klar in der Wirkung sein. Ich sehe das ganz oft, dass Prozesse definiert wurden und die Person oder der Personenkreis, der die Prozesse definiert hat, der weiß auch, wie der Prozess abläuft. Natürlich, die haben den definiert. Die kennen die Inhalte, die kennen die einzelnen Schritte und die wissen auch, was jeder Übergang bedeutet. Für jemanden, der nicht an dem Prozess, an der Prozessdefinition oder Aufnahme beteiligt war, ist es oft schwierig, sich in den Prozess reinzudenken, weil er nicht weiß, welche Hintergründe und was da passiert. Deshalb ist es extrem wichtig, dass die möglichen Handlungsalternativen innerhalb von einem Prozess, also die unterschiedlichen Workflow-Schritte, die für einen Mitarbeiter möglich sind, ganz, ganz klar und eindeutig definiert sind und für jeden auch verständlich sind. Springen wir eins weiter, bitte. Einhaltung der Anforderungen. Wie können die Anforderungen, und das ist nur ein Teilausschnitt, den wir jetzt gerade genannt haben, aber das sind die kritischen Themen, wie können wir das sicherstellen, dass alles das, was wir gerade gesagt haben, das kann man sicherstellen durch Personal, das sehr, sehr viele Anforderungen erfüllen muss. Nämlich auf der einen Seite den Überblick behält, die so konzentriert arbeiten, dass sie sich an die Abläufe halten, die alle relevanten Informationen ermitteln und diese auch festhalten, die sich nicht über ihren Wissensbereich und ihre Verantwortlichkeiten drüber hinwegsetzen, sondern sich so verhalten, wie ihre Verantwortlichkeit es zulässt und die sich parallel an alle Dokumentationspflichten hält. Das Ganze noch in Anbetracht dessen, dass gleichzeitig ganz viele parallele Vorgänge zu bearbeiten sind, führt dazu, dass dies in der Realität so gut wie nicht leistbar ist. Es treten Fehler auf. Was ganz normal ist, weil einfach die Anforderungen sehr hoch sind, sowohl inhaltlicher Natur als auch von der Menge. Deshalb gibt es eine Alternative dazu und das heißt ALM, also Application Lifecycle Management, als Lösung, um die ganzen Themen, die wir jetzt genannt haben, auch einhalten zu können. Und das gliedert sich in mehrere Bereiche. Wir haben einmal den Bereich der Ablaufsteuerung. Ein ALM-System ermöglicht hierbei durch eine einmalige Konfiguration. Das heißt, ich kann einmalig meine Prozesse in der Anwendung hinterlegen. Und die Prozesse kann ich natürlich für unterschiedliche Typen hinterlegen, also für eine Anforderung, für ein Risiko, einen Testfall oder ähnliches. Und dass ich über die einmalige Konfiguration sicherstelle, dass alle Vorgänge von einem bestimmten Typ identisch durchgeführt werden. Das kann ich einmalig konfigurieren und kann das für jedes meiner Projekte verwenden. In CodeBeamer, was wir heute uns ja anschauen als ALM-Lösung, erfolgt es über die Konfiguration von sogenannten Zustandsübergängen. Man kann es auch Workflow-Schritte nennen. Zustandsübergänge ist ein etwas technischer Begriff, aber es sind Workflow-Schritte und Status. Und die Frau Tran wird Ihnen jetzt zeigen, wie das Ganze in CodeBeamer aussieht und wie man das Ganze dort konfigurieren kann. Genau, also wir sind jetzt momentan in CodeBeamer drin. CodeBeamer ist auch ein 100% browserbasiertes System. Das heißt, Sie können in allen gängigen Standardbrowsern, sei es Chrome, Firefox, Internet Explorer,
Zugriff zu Copyma haben. Wir gehen jetzt einmal in das Herzblatt von Copyma. Das sind die sogenannten Tracker. Die Tracker fungieren in der Hinsicht wirklich als Ordner für sogenannte Work-Items. An den Work-Items verrichten sie ihre tägliche Arbeit. Sie können Anforderungen definieren, aber auch die Architektur, Risiken und auch ihre Aufgaben. Das heißt, sie haben hier unterschiedliche Typen. Ich stelle jetzt noch einmal auf die deutsche Sprache um, da das ja ein deutscher Workshop ist. Sie sehen auch direkt, wir unterstützen multiple Sprachen. Und ich würde dann auch direkt in unsere Anforderungen springen und Ihnen zeigen, wie weit wir die Workflows unterstützen. Das heißt, einmal, wir gehen in die Optionen. Dann haben wir jetzt für die Optionen die Möglichkeit, für jeden Tracker spezifische Workflows zu definieren. Sie sehen jetzt hier unten und ganz kurz, wenn ich ganz kurz eingreifen darf. Ein Tracker kann man sich vorstellen als entweder zum Beispiel ein Risiko oder einen Testfall oder eine Anforderung. Wie soll diese eine Anforderung behandelt werden? Entschuldigung. Also, Ihre Tracker können Sie auch noch dementsprechend konfigurieren, da wir für jeden Tracker einen sehr mächtigen Workflow definieren. Das heißt, Sie können hier wirklich hinterlegen und dann auch konfigurieren. Sie sehen hier unten jetzt ein Zustandsdiagramm. Das heißt, Copyma gibt Ihnen schon bei Default die Möglichkeit an einen Workflow und Sie können diesen natürlich dann auch dementsprechend anpassen. Das heißt, Sie könnten jetzt eventuell einen neuen Status hinzufügen, beziehungsweise eine neue Option, und den können wir jetzt benennen in Bearbeitung. Sie können natürlich den Status auch grafisch visualisieren und beispielsweise eine Farbe benennen und dann auch natürlich eine Bedeutung hinzufügen für den jeweiligen Status. Sobald ich dann auf OK klicke, sehen Sie, dass der Zustandsübergang unten auch dementsprechend aktualisiert wird. Und im Nachhinein beziehungsweise jederzeit haben Sie auch die Möglichkeit, einen Zustandsübergang zu definieren. Das heißt, Sie können wirklich die Transition von einem Status selber konfigurieren. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal, wie das aussieht. Sobald wir von neu in beispielsweise in Bearbeitung eine Transition definieren, die dann auch in Bearbeitung heißt. Und wir würden dann einfach mal direkt die Berechtigung hinzufügen und dann abspeichern. Zur Berechtigung würde dann später auch noch der Herr Vollbrich eine kurze Aussage tätigen. Sie sehen jetzt auch hier unten, dass das Zustandsübergangsdiagramm auch dementsprechend hinzugefügt worden ist und aktualisiert worden ist. Also in der Hinsicht können Sie wirklich in Copebeamer Ihre einmalige Konfiguration, Ihre Abläufe für jeden bestimmten Typen von Tracker selber definieren. Ich gebe das Wort gerne wieder an den Herrn Vollbrich. Genau, also mit der Ablaufsteuerung, die wir gerade gesehen haben, kann ich meine Geschäftsprozesse komplett in Codebeamer abbilden und habe dann eine Stelle, wo mein Prozess einmalig konfiguriert wird, der dann für alle weiteren Projekte Gültigkeit hat. Genau. Vollständigkeit. Also neben dem, dass der Prozess dafür sorgt, dass die einzelnen Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden, ist das zweite Thema die Vollständigkeit. Vollständigkeit von einem einzelnen Vorgang ist ja nicht gleich am Anfang hergestellt, sondern die Vollständigkeit von einem Vorgang ergibt sich im Zeitablauf. Das heißt, ich beginne sehr einfach mit einer Grundinformation, die ich habe. Und je weiter im Prozess das Ganze sich fortentwickelt oder der Vorgang weitergetrieben wird, werden weitere Informationen zu dem Vorgang hinzu ergänzt. Ein ALM-System ermöglicht hierbei es, vor jedem Prozessschritt die relevanten Informationen einzufordern. Das heißt immer vor jedem Prozessschritt. Also wenn ich sage, ich gebe diesen Vorgang jetzt zur Prüfung, dann überprüft das System, wenn ich diesen Vorgang ausführe, ob alle zur Prüfung relevanten Informationen auch vorliegen. In Codebeamer erfolgt das über die Konfiguration von statusbezogenen Pflichtfeldern. Im Gegensatz, es gibt ganz oft Systeme, die Pflichtfelder anbieten. Pflichtfelder haben die Schwierigkeit, dass die für einen Vorgang global gültig sind.
Das heißt, ich sage, Name, Vorname und Adresse ist ein Pflichtfeld. Und nur wenn ich alle Informationen habe, kann ich im Prozess weitergehen. Das verzögert den Prozess. Statusbezogene Pflichtfelder bedeuten, dass ich sagen kann, ich kann auch nur den Namen eingeben, gehe in den nächsten Workflow-Schritt, der dann bedeutet Adresse ergänzen und kann dann an dieser Stelle die Adresse ergänzen oder muss diese sogar ergänzen, weil an dieser Stelle das gefordert ist, bevor ich in den nächsten Workflow-Schritt gehe. Frau Tran wird Ihnen jetzt auch zeigen, wie das in CodeBeamer realisiert ist. Genau, ich zeige Ihnen einfach mal einen Prozess, den wir jetzt für diesen Online-Workshop definiert haben. Ich springe einmal in die Zustandsübergänge und zeige Ihnen den Workflow. Zum einen natürlich haben wir, wie der Herr Vollbrecht schon erwähnt hat, die Möglichkeit, auch Fälle selber zu konfigurieren und auch Pflichtfälle statusbezogen zu definieren. Das heißt, wir haben jetzt, wie Sie hier sehen, ein Textfeld, der nennt sich Signatur. Und diesen haben wir jetzt definiert als Mussfeld in einem bestimmten Status und zwar in akzeptiert. Das heißt, sobald ich wirklich die Transition in einem Status in den Status akzeptiert gehen möchte, muss ich erst diese Transition mit meiner elektronischen Signatur versehen. Und das sieht jetzt dann eben so aus, dass wir jetzt in diese Anforderungen springen, wo diese Konfiguration des Pflichtfeldes vorhanden ist. Sie sehen, wir haben hier jetzt eine Anforderung und diese ist gemäß dem Workflow momentan in dem Status neu. Das sehen Sie jetzt hier an dem roten Symbol. Das heißt, hier kann ich direkt in dieser Übersicht auch die Transitionen verändern. Wir können jetzt hier beispielsweise von neu in zu Review, das heißt, wir führen hier wirklich eine Transition des Status, wir führen den Status dieser Anforderung direkt in diese Übersicht. Sie sehen auch, das Symbol ist von rot auf blau gesprungen, was dann auch den Status symbolisiert. Wir weisen uns einmal diese Anforderung zu. Das heißt, auch hier können Sie zum Beispiel konfigurieren, welche Felder ausgefüllt werden müssen, damit eine Transition durchgeführt werden kann. In diesem Beispiel ist es jetzt so konfiguriert, dass ich diese Anforderung erstmal einem Bearbeiter zuweisen muss, um jetzt von To Review in Akzeptieren gehen zu können. Und schon sehen Sie, es meldet sich direkt, es poppt direkt eine Maske auf und die Signatur beispielsweise, da sehen Sie das rote, diesen roten Stern, welches das Pflichtfeld in diesen jeweiligen, für den jeweiligen Workflow konfiguriert worden ist. Das heißt, ich muss jetzt hier meine elektronische Signatur wirklich auch angeben, um dann in den Status akzeptiert hineinspringen zu können. Sobald ich jetzt auf Speichern drücke, ich habe jetzt gerade eben irgendein beliebiges Passwort eingefügt, drücke auf Speichern und Sie sehen, dass die Signatur unzulässig ist. Das heißt, Sie müssen wirklich mit Ihrer elektronischen und Ihrer richtigen Signatur versehen. Das heißt, wir geben jetzt einmal wirklich unsere richtige Signatur ein, drücken auf Speichern. Und schon, sobald ich dann wirklich sobald CodeBeamer die Informationen mappt, sollte dann das blaue Symbol dementsprechend auf grün zeigen, wodurch wir jetzt wirklich in dem Status akzeptiert sind. Genau, also so viel auch schon zu der elektronischen Signatur beziehungsweise zu der Konfiguration von statusbezogenen Pflichtfeldern. Ich gebe wieder das Wort an den Herrn Volzig. Ja, vielen Dank. Wir hatten als Anforderung auch definiert, die Nachvollziehbarkeit, also eine vollständige Transparenz herstellen zu können. Ein ALM-System zeigt jede Statusveränderung von Vorgängen sowie alle durchgeführten Änderungen an den Inhalten an. Und das sowohl mit Datum, Uhrzeit als auch mit der handelnden Person. In CodeBeamer selbst kann das alles alle durchgeführten Prozessschritte sowie alle Änderungen an Inhalten inklusive Person und Datum nachvollzogen werden. Die Frau Tran wird das jetzt auch kurz zeigen. Genau, wir haben jetzt in unserer Anforderung diverse Veränderungen gemacht. Das heißt, wir haben einmal mehrere Statusbezogene
Prozessschritte verändert, aber wir haben jetzt auch beispielsweise die Signatur verändert. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt beispielsweise auch das Budget verändern von beispielsweise 2.000 € in 4.000 €. Und Sie sehen, wir speichern das einmal ab. Und in Copima wird natürlich alles versioniert, wie der Herr Vorbschicht auch schon erwähnt hat. Das heißt, sobald wir wirklich in die detaillierte Sicht, in jeder Anforderung springen, in jedem Work-Item selber, haben wir eine sogenannte Historie. Das heißt, jede Veränderung wird für Audit- oder Compliance-Regulatorien natürlich auch versioniert. Sie sehen, sobald ich nach unten scrolle, wer hat welche Veränderungen zu welcher Zeit gemacht und an welchem Platz bzw. in welchem Feld und wo genau. Sie sehen jetzt beispielsweise, wir haben jetzt hier im Budget den neuen Wert hinzugefügt, das heißt von 2.000 €. Rechts sehen Sie den alten Wert. 2.000 € wirklich in 4.000 € und Sie sehen auch in der Versionierung 35 beispielsweise, dass wir hier den Status geändert haben von To Review in akzeptiert und dazu eine Signatur vonnöten war. Sie sehen jetzt beispielsweise auch, sobald jetzt auch eine Beschreibung verändert wird, wird Ihnen das auch grafisch visualisiert. Sie sehen, die rot markierten Zeilen sind dementsprechend diejenigen, die gelöscht worden sind und grün, die zusätzlich dazu hinzugefügt worden sind. Das heißt, hier haben Sie wirklich die Möglichkeit, sämtliche Veränderungen Ihrer Mitarbeiter oder Ihrer Kollegen, wer zu welchem Zeitpunkt eine Veränderung durchgeführt haben, auch einzusehen. Und man kann damit natürlich auch ergänzend die Fragestellung beantworten. A, ein Mitarbeiter hat eine Freigabe gegeben, und zwar im letzten Jahr im September. Auf welcher Basis hat er diese Freigabe gegeben? Also welche Informationen waren zu diesem Zeitpunkt zu einem bestimmten Vorgang verfügbar? Und kann damit natürlich seine Entscheidung oder die Basis seiner Entscheidung ist dokumentiert und es erleichtert natürlich die Begründung, warum jemand eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Genau. Dann will ich auch direkt zurück in die Folie springen, Herr Vollbrich, wenn Sie Ja, mich. gerne. Und dann auch zum nächsten. Eindeutige Verantwortlichkeiten, auch das eine Anforderung, dass nur der Personenkreis bestimmte Handlungen durchführt, der auch dazu berechtigt ist. Ein ALM-System hat dazu eine Berechtigungssteuerung, damit genau die Personen Inhalte pflegen oder Prozessschritte durchführen, die dazu geeignet sind. Ganz klar, das muss einfach gesteuert und geregelt werden. Im Codebeamer können die Berechtigungen auf Inhalte und Prozessschritte an Personen, das ist gut, aber noch besser ist, an Rollen gebunden werden. Damit kann ich eine Definition einmalig vornehmen und kann sagen, die Rolle Quality Affairs oder die Rolle Sicherheitsbeauftragter oder die Rolle Geschäftsführer hat an diesem Punkt eine bestimmte Aufgabe zu tun. Und das ermöglicht mir über eine einmalige Konfiguration, das einfach sehr oft wieder zu verwenden, ohne dass ich einen großen Aufwand habe, wenn ich ein neues Projekt habe. Die Konfiguration selbst ist auch sehr übersichtlich, was die Frau Tranitz gerade zeigen wird, wie die Konfiguration von den Berechtigungen funktioniert. Genau, in Copima haben Sie jetzt unterschiedliche Optionen bzw. Möglichkeiten, Berechtigungen einzustellen. Das heißt, wir stellen an drei verschiedenen Stellen die Möglichkeit, diese auch einzustellen. Zum einen auf Projektebene haben Sie die Möglichkeit, Ihre Mitglieder zu verwalten. Das bedeutet, Sie können Personen oder Ihre Mitglieder einem Projekt zuordnen und dann auch dementsprechend eine bestimmte Berechtigung. Das heißt, Sie sehen, Sie können selber Rollen definieren. Bei Default stellen wir schon einige Rollen zur Verfügung, wie beispielsweise Sie sehen, wir haben hier einen Admin, wir haben hier Beteiligte, Entwickler, wir haben einen Risk Manager und einen Tester und auch diverse andere Rollen. Diese Rollen können Sie auch dementsprechend konfigurieren, wie beispielsweise, wir springen jetzt einfach mal in den Entwickler rein. Und Sie sehen, hier haben Sie die Möglichkeit, auch unterschiedliche Berechtigungen, sei es zum Beispiel Zugriff auf unser Wiki bzw. in das projektspezifische Wiki zu kriegen, Dokumente einzusehen, zu verändern, Dokumente auch zu verwalten. Und dann sehen Sie auch wirklich, ob er auch die Möglichkeit hat, Tracker überhaupt zu sehen und diese zu verwalten oder auch andere Berechtigungen, welche in dem Projekt spezifisch sind. Sie können natürlich, sobald Sie auch Rollen definiert haben, können Sie diese auch wiederverwenden. Das heißt,
konnten für eine Rolle, die sie schon mal definiert haben, natürlich auch wiederverwenden. An anderer Stelle, wo wir auch Berechtigungen definieren, sind zum einen in jedem Tracker selber. Das heißt, sobald Sie wirklich in die Konfiguration Ihrer Tracker hineinspringen, haben Sie zum einen die Möglichkeit zu definieren, wer hat die Berechtigungen, eine Transition bzw. eine Statusveränderung, eine Prozessveränderung durchzuführen. Das heißt, wer ist in der Lage, einen Zustandsübergang zu tätigen. Sie sehen jetzt beispielsweise, dass sämtliche beziehungsweise von neu in alle anderen Status, in alle anderen Stati, hier die Berechtigungen hinterlegt werden. Das heißt, ich kann auch hier beispielsweise die Berechtigungen für die jeweilige Transition auch frei konfigurieren. Und es ist dieser von ToReview in akzeptiert. Das ist das, was wir Ihnen vorhin auch schon gezeigt haben, dass jetzt nur der jeweilige Bearbeiter, dem ich das zuordne, auch wirklich in den bestimmten Statusen hineinspringen kann. Das heißt, das ist wirklich frei konfigurierbar und Sie können das hier jetzt auch dementsprechend verändern. An einer weiteren Stelle, wo Sie die Möglichkeit haben, die Berechtigungen zu definieren, nicht nur in den Zustandsübergängen, sondern auch bei den Feldern selber. Das heißt, für jeden Tracker können Sie auch die Attribute und die Eigenschaften frei konfigurieren. Das heißt, Sie könnten hier beispielsweise nicht nur eine Signatur definieren für Ihren Tracker, sondern auch beispielsweise ein dazugehöriges ein Risiko oder auch diverse andere Felder. Sie sehen jetzt hier beispielsweise, wir haben hier unterschiedliche Felder und hier haben wir jetzt eine Spalte oder eine Spalte, die nennt sich Berechtigungen. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeit, auch Berechtigungen auf Felder und Personen oder Rollen zu mappen. Das heißt, sobald ich jetzt wirklich hier hineinspringe, sehen Sie, dass wir hier die unterschiedlichen Rollen haben, die wir in dem Projekt definiert haben und dann auch die Berechtigung. Das heißt, wir sehen pro Status wirklich die Berechtigung, die jede Rolle durchführen kann. Das heißt, wir sehen zum Beispiel hier in dem Status neu, darf jetzt jeder nur das Feld sehen und nicht bearbeiten. Und lediglich, wenn ich jetzt von To Review in akzeptiert gehen möchte, ist der alleinige Bearbeiter in der Lage, diese zu verändern. Genau, also so viel zu den Berechtigungen. Genau, was wir uns jetzt bisher angeschaut haben, sorgt immer dafür, dass die Prozesse, so wie ich die definiert habe, auch genauso ablaufen, wie ich mir das gedacht habe. Natürlich brauche ich auf der anderen Seite, weil ich die Anforderung habe, sehr, sehr viele gleichzeitige Vorgänge zu bearbeiten, muss ich den Anwendern die Möglichkeit geben, dass die per schnellem Überblick sehen können, was sie denn zu tun haben. Dafür gibt es in einem ALM-System eine Möglichkeit, die anzeigt, welche Aufgaben für jeden einzelnen Beteiligten anstehen. Also es kann ja sein, dass ich in mehreren Vorgängen vom gleichen Typ eine bestimmte Tätigkeit, eine Bestätigung, eine Prüfung, eine Ergänzung um Informationen vornehmen muss. Es kann aber auch sein, dass ich in ganz unterschiedlichen Vorgängen, in unterschiedlichen Projekten irgendwann im Prozessablauf einfach meine Aufgabe durchführen muss. Damit ich nicht jeden Tag an alle Stellen springe und zu schauen, ob für mich was Neues da ist, gibt es eben die Möglichkeit, in CodeBeamer meine Aufgaben anzuzeigen. Und Frau Tran wird das jetzt auch kurz vorstellen. Ja, das heißt, jeder Ihrer Mitarbeiter hat die Möglichkeit, wirklich seine einzelnen individuellen Aufgaben einzusehen. Das heißt, sobald Sie wirklich in den sogenannten Tab Meines, wo die individuellen Informationen auch abgespeichert werden, sobald ich in meine Vorgänge gehe, sehe ich wirklich sämtliche Work-Items, die noch offen stehen oder an denen ich noch arbeiten muss. Das heißt, wie beispielsweise, ich habe hier ein Customer Requirement, also ein Lastenheft. Und ich sehe direkt, dieser ist im Status neu und den muss ich jetzt noch bearbeiten. Das heißt, ich kann jetzt hier auch direkt hineinspringen und dann auch den Workflow in detaillierter Form mir anschauen lassen. Das heißt, ich kann auch wirklich in jedes Item hineinspringen und sehen, was getan werden muss. Sie sehen jetzt natürlich auch noch,
dass ich in unterschiedlichen Projekten Aufgaben habe. Und das bietet Ihnen wirklich dann die Möglichkeit auch an, wirklich immer den Überblick zu behalten. Eine andere Möglichkeit, wo Sie auch Ihre unerledigten Vorgänge einsehen können, bietet natürlich auch diverse Plugins an, wo Sie auch die Möglichkeit haben, unterschiedliche Informationen herauszufiltern in CodeBeamer. Da wir datenbankbasiert sind, werden wirklich alle Informationen in CodeBeamer abgespeichert und keine Information geht verloren. Das heißt, Sie sehen jetzt hier beispielsweise auch die Möglichkeit, meine unerledigten Vorgänge zu filtern. Ich sehe, ich kann hier beispielsweise nach bestimmten Projekten filtern und dementsprechend werden mir auch alle Items angezeigt, die noch überfällig sind, die noch zu bearbeiten sind oder auch selbst erstellt worden sind. Das heißt, auch hier habe ich die Möglichkeit, direkt hineinzuspringen und mir dann auch eine Liste bzw. die offenen Vorgänge für das jeweilige Projekt auszugeben. Auch hier habe ich natürlich die Möglichkeit, in den jeweiligen Work-Item hineinzuspringen und mir dann auch die detaillierte Information nochmal herauszugeben. Das heißt, ich habe hier wirklich die Möglichkeit, ich sehe wirklich zu jeder Zeit, in welchem Status meine Work-Items sind, was ist zu tun und was genau und in welchem Projekt. Genau, neben dem, dass ein Individuum, also jeder Mitarbeiter sehen kann, was er zu tun hat, gibt es meistens in den Unternehmen ja auch noch einen Verantwortlichen, der über das ganze Projekt schaut, also sei es ein Projektmanager oder ein Programmmanager oder wie man den auch bezeichnet oder auch ein Geschäftsführer. Den interessiert nicht unbedingt das, was er selbst zu tun hat. Das interessiert ihn auf der einen Seite natürlich schon, aber den interessiert auf der anderen Seite auch, wie ist denn der Gesamtablauf aller Vorgänge in meinem Projekt. Und dafür bietet ein ALM-System eine Möglichkeit, also Übersichten zum Controlling von Vorgängen an. Und dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die einfach auch den Anforderungen der Unternehmen geschuldet sind. Und Frau Tran wird Ihnen zeigen, welche das sind. Genau. Also einmal haben wir die Möglichkeit, sogenannte, Moment, ich mal einmal an das Projekt. Also einmal haben wir die Möglichkeit, sogenannte Ansichten zu definieren. Das heißt, Sie können wirklich für jeden Tracker spezifische Filter definieren oder bestimmte Ansichten, um bestimmte Informationen herauszukristallisieren. Das heißt, Sie können jetzt beispielsweise hier eine neue Ansicht definieren und wirklich dann eine Kondition frei konfigurieren, wie beispielsweise gibt mir wirklich alle Anforderungen in dem Status neu aus. Im nächsten Schritt können Sie dann die Spalten definieren, die Sie auch ausgeben wollen. Sie können hier auch Spalten wegnehmen, die jetzt beispielsweise für Sie nicht relevant sind, wie beispielsweise Plattform oder Storypoints. Im nächsten Schritt können Sie natürlich auch die Bedingungen, wie bereits erwähnt, auch selber konfigurieren. Das heißt, Sie können nach unterschiedlichsten Sachen filtern bzw. die Informationen herausnehmen. Wir sprechen jetzt einfach mal nach dem Status und hier sehen Sie auch, wir haben die Möglichkeit, hier den Status auszuwählen und dann auf OK zu drücken. Und wie Sie auch gesehen haben, haben wir auch die Möglichkeit, unterschiedlichste Gruppierungen, sei es und oder Operatoren oder im Gegenteil, also Nicht-Operatoren auch hinzuzufügen. Ist natürlich auch hilfreich, wenn ich so Kontrollansichten haben möchte, wie zeige mir alle Anforderungen, wo noch keine Risikobewertung erfolgt ist. Oder zeige mir alle Anforderungen, die noch keinen Testfall definiert haben. Also damit kann ich mir meine Kontrollansichten konfigurieren. Genau. Eine andere Möglichkeit, wo Sie die Möglichkeit haben, auch Monitoring gezielt durchzuführen, ist unser sogenannter Traceability Browser. Der Traceability Browser zeigt Ihnen dann auch alle Work-Items an. Also wir gehen jetzt einmal in die Optionen, Traceability Browser, unseren sogenannten Traceability Browser. In dem Traceability Browser werden alle Beziehungen, die Tracker zu einem anderen Tracker haben können, dargestellt. Das heißt, wir könnten uns jetzt zum Beispiel das Lastenheft anzeigen lassen in Verbindung mit beispielsweise dem Pflichtenheft.
Und wir könnten uns dann auch weiter durchschlagen bis zum Testing und uns anzeigen lassen, sind Anforderungen beispielsweise schon mit Testfällen abgedeckt, sind diese vielleicht auch schon mit Risiken abgedeckt oder wir können dann wirklich runtergehen bis zum Source Code Level. Das heißt, im nächsten Schritt gehen wir einmal zu den Software Requirements und dann zu den Testfällen. Und Sie sehen, sobald ich hinausscrolle, dass wir jetzt hier oben noch also Pflicht, ein Lastenheft haben und noch kein Pflichtenheft spezifiziert haben. Hier sehen wir jetzt ein Pflichtenheft. Und sobald ich runterscrolle, sehen wir auch die multiple Abhängigkeit zwischen den unterschiedlichen Checkern. Sei es beispielsweise zu dem Beispiel, wir haben ein Lastenheft und dazu zwei dazugehörige Pflichtenhefte definiert. Und zu dem jeweiligen Pflichtenheft haben wir jetzt eine Softwareanforderung, beziehungsweise das sind zwei Anforderungen definiert und diese sind jeweils mit einem Testfall auch abgedeckt. Das heißt, ich kann mir wirklich die Abhängigkeiten beliebig anzeigen lassen über multiple Leveln meiner Tracker. Wir sehen auch in dieser Übersicht, dass wir die Möglichkeit haben, den Status zu jedem Work-Item anzuzeigen. Das heißt, ich sehe, in welchem Status meine Work-Items haben und welche Art von Abhängigkeit das ist. Das heißt, mit Hilfe dieser Verknüpfung mit dem A sehe ich, dass diese Work-Items miteinander assoziiert bzw. verknüpft sind. Diese Anzeige kann ich mir dann auch für weitere Analysen oder für Monitoring-Zwecke auch exportieren, entweder nach Excel oder nach Word. Das sieht dann auch so aus, dass Copyma dann automatisch aus den Informationen eine Excel-Datei generiert und ich öffne diese einmal kurz und Sie sehen auch direkt, dass die Spalten, die wir jetzt ausgewählt haben, dementsprechend in dem Export auch dargestellt werden. Wir haben einmal Custom Requirements, System Requirements, Software Requirements, darunter auch zu Testfällen. Und dementsprechend werden auch die Abhängigkeiten zwischen diesen Checkern dargestellt. Also wir hatten einmal diesen Fall gehabt, also ich sehe eine Custom Requirement, zwei zugehörige System Requirement und da werden auch sämtliche Informationen exportiert. Eine weitere Möglichkeit, wo Sie natürlich noch monitoren können, ist unser sogenannte, Sie können natürlich auch sogenannte Abfragen definieren. Diese Abfragen sind dann wirklich, Sie können diese Abfragen auch projektübergreifend definieren. Wir haben beispielsweise schon mal eine Abfrage vorkonfiguriert. Natürlich ist diese Abfrage auch frei konfigurierbar. Das heißt, Sie können sich auch sämtliche Informationen oder die Ergebnisse anzeigen lassen. Ich zoome noch einmal rein. Und können dann direkt in dieser Übersicht sämtliche Informationen einholen. Das heißt, auch hier können Sie beispielsweise unterschiedliche Konditionen eingeben, wie beispielsweise zeige mir alle Anforderungen an, die ein Risiko haben oder den höchsten Risikowert haben oder zeige mir alle Anforderungen, die noch keinen Testcase bzw. keinen Testfall haben. Das heißt, auch diese Abfragen sind frei konfigurierbar und Sie sehen auch, wir können auch diese Abfragen für unterschiedliche Tracker kombinieren. Das heißt, wir haben einmal User Stories und wir sehen jetzt beispielsweise, dass wir keine User Story haben in einem bestimmten Status. Und wie bereits erwähnt, Sie könnten diese Abfrage auch projektübergreifend definieren. Eine andere Möglichkeit, wo Sie auch Ihre unterschiedlichen Tracker oder Work-Item monitoren können, bietet Ihnen unser sogenannter Kanban-Board an. Das heißt, hier oben sehen Sie wirklich das Symbol, wo Sie auch Zugang zu dem sogenannten Kanban-Board haben. Und hier können Sie wirklich Ihre Anforderungen managen bzw. verwalten. Das heißt, Sie sehen hier unterschiedliche Swimlanes zu erledigen, in Bearbeitung zu prüfen, erledigt. Einfach gemäß dem Workflow, den Sie definiert haben für den jeweiligen Tracker. Und hier können Sie jetzt beispielsweise auch überprüfen, wie viele Work-Items sind in einem bestimmten Status. Und da können jetzt beispielsweise auch Ihre Manager hergehen oder Ihre Projektleiter und beispielsweise bestimmte Work-Items auch per Drag and Drop neu definieren. Wie bereits erwähnt, diese Übersicht ist frei konfigurierbar. Das heißt, Sie könnten jetzt entweder in Einstellungen einspringen, Sie könnten sich auch neue Swimlanes definieren, einfach gemäß Ihren Prozessen.
Sie könnten sich natürlich auch, da kann man Board wirklich, die eine Arbeitsweise ist, die dem Lean-Mechanismus sehr angenähert ist, können Sie natürlich auch sogenannte Work in Progress beziehungsweise die Auslastung definieren. Wir bieten natürlich auch in Copybeamer die Möglichkeit an, diese WIPs frei zu konfigurieren. Sie könnten jetzt beispielsweise sagen, wir sind maximal ausgelastet mit mehr als einem mit mehr als einer physischen Karte. Das heißt, jedes Work-Item wird hier ebenfalls als Karte dargestellt und Sie könnten sich beispielsweise auch hier einen anderen WIP definieren. Das heißt, Sie sehen jetzt hier gleich, dass wir hier total in dem Status überlastet sind, da wir hier mehr als einen Work-Item haben und Sie sehen, wir haben hier in Bearbeitung noch freie Kapazität. Hier haben Sie dann auch noch die Möglichkeit zu filtern. Das heißt, Sie können beispielsweise nach Ihren Bearbeitern filtern und können auch direkt monitoren, wer ist überlastet. Ich sehe jetzt beispielsweise, wir haben ein Work-Item, das ist noch niemandem zugeordnet. Und ich sehe direkt hier mein Kollege, der Herr Haller, er ist total überbelastet, weil er schon mehr als zwei Items hat. Und bei meiner Kollegin wäre das noch in Ordnung. Und somit haben Sie auch hier die Möglichkeit, wirklich Ihre zu managen. Beziehungsweise auch auf Projektebene wäre das möglich. Genau, Herr Volprich, ich übergebe Ihnen wieder das Wort. Ja, vielen Dank. Also wir haben jetzt mal einen kurzen Ausflug in die Software gemacht und mal gesehen, welche Dinge ich mit dieser Software alles abdecken kann, wo ich Konfigurationen habe, welche Sichten ich habe und was ich damit machen kann. Wichtig aus meiner Sicht ist zu zeigen, was kann ich damit in der Realität machen, was bringt mir das in der Praxis. Und habe hier einfach mal sechs Beispiele rausgenommen, die zeigen, was man mit einer ALM-Software abbilden kann und so was, also bei welchen Fragestellungen mich das System unterstützt. Das erste Thema ist das Vier-Augen-Prinzip. Zum Beispiel die Aussagefähigkeit von Testfällen. Also Annahme ist, ein Entwickler, der selbst Testfälle definiert, wenn er jetzt kein Senior-Entwickler ist, bedenkt gegebenenfalls nicht alle Szenarien. Ein Vier-Augen-Prinzip ermöglicht die doppelte Prüfung. Ich kann einfach einen Workflow für mich definieren, der sagt, ich muss einen Prüfer angeben. Wenn ich meinen Testfall definiert habe, gebe ich das an den Prüfer und der gibt es auch noch frei. Dann habe ich ein Vier-Augen-Prinzip und stelle hierbei noch sicher, dass ich mich nicht als zweite Person auch eintragen kann. Also dass auch wirklich vier Augen und nicht zweimal meine Augen das Ganze anschauen. Genauso habe ich die Möglichkeit, eine gestaffelte Bewertung vorzunehmen, zum Beispiel bei der Sicherheitsrelevanz. Ich habe ganz oft so, dass ich bestimmte Tätigkeiten habe, die an einer Person hängen und diese Person ist dann überlastet. Auch das, was man jetzt gerade im Kanban-Board gesehen hat. Man kann versuchen, das Ganze prozessual so abzubilden, dass ich die Last auf unterschiedliche Personenkreise verteile. Zum Beispiel kann ich eine Bewertung vornehmen. Und das lasse ich das QM machen, ob eine Anforderung garantiert nicht sicherheitsrelevant ist. Also wenn die QM sagen kann, garantiert, es hat überhaupt nichts mit Sicherheit zu tun, dann geht dieser Prozess automatisch einen Schritt weiter. Und ansonsten erfolgt eine detaillierte Prüfung durch die Sicherheitsfachkraft. Damit kann ich sicherstellen oder einen Sicherheitsbeauftragten. Damit kann ich einen Teil der Last von dem Sicherheitsbeauftragten wegnehmen. Und sorge dafür, dass die Summe aller Vorgänge von mir schneller bearbeitet werden. Ergänzend habe ich die Möglichkeit, mehrere Freigaben bzw. ein Vetorecht zu nutzen. Beispiel eine Risikobewertung. Ich sage, wir machen die Risikobewertung. Die Ergebnisse der Risikobewertung in Summe muss durch einen Personenkreis freigegeben werden. Zum Beispiel, ich sage, die Geschäftsführung, Sicherheitsbeauftragte und Qualitätsmanagement. Und ich kann in dem Workflow definieren, dass alle Personen freigeben müssen. Das heißt, eine Person, die nicht freigibt, führt zu einem Veto und der Gesamtprozess geht einen Schritt zurück und die Risikobewertung wird nochmal neu durchgeführt. Ergänzend habe ich die Möglichkeit, automatische Statusänderungen zu machen. Das reduziert natürlich den Klickaufwand, der Mitarbeiter. Weil wir ja sagen, jeden einzelnen Workflow-Schritt muss ich einfach auch bestätigen in der Anwendung, damit ich weiß, welcher Mitarbeiter hat es wann gemacht.
Aber ich kann über automatische Statusänderung auch vorgangsübergreifend agieren. Also die Umsetzung einer Anforderung kann erst erfolgen, wenn eine Risikobewertung dafür erstellt worden ist und diese final geprüft wurde. Genauso andersrum, wenn diese Risikobewertung erfolgt ist, geht der Hauptvorgang, also die Anforderung, automatisch in den nächsten Status und informiert zum Beispiel, dass jetzt mit der Umsetzung begonnen werden kann, weil die Risikobewertung abgeschlossen ist. Ergänzend habe ich natürlich die Möglichkeit, gezielte Benachrichtigungen zu schalten. Beispiel Information an GF bei kritischem Risiko ist nur eines von vielen Beispielen. Ich kann auch bei Budgetänderungen oder bei irgendwelchen kritischen Themen eben den entsprechenden Personenkreis in einem Projekt darüber informieren. Zum Beispiel wird ein Risiko einer Anforderung als kritisch bewertet, wird die Geschäftsführer darüber informiert. Der bekommt also nur E-Mails, wenn bestimmte Bedingungen eintreffen. Und damit ist es natürlich einfach, dann auch einen Überblick zu erhalten, weil er eben nicht über alles informiert wird und der E-Mail-Flut gegenübersteht, sondern nur gezielt informiert wird. Und als letztes Beispiel habe ich noch die Guards für eine detaillierte Prüfung angegeben, das, was wir auch kurz in dem Beispiel gesehen haben. Eine Anforderung kann erst umgesetzt werden, wenn mindestens ein Testfall definiert worden ist. So wie die Frau Tran vorhin eine View definiert hat, wo sie alle Vorgänge im Status neu hatte, kann ich mir auch anzeigen lassen, wie viele Testfälle zu einem Vorgang vorhanden sind und kann mir das im Workflow zunutze machen, indem ich einfach sage, wenn das der Fall ist, dass hier noch kein Testfall ist, dann darf der Workflow gar nicht weitergehen und habe hiermit innerhalb vom System die Möglichkeit geschaffen, mir Sicherheit zu geben, dass der Prozess nur unter den Bedingungen abläuft, die ich eben auch vorgegeben habe. Entschuldigung. Genau, damit habe ich jetzt gezielt ein paar Beispiele rausgepickt, die in der Medizintechnik wichtig sind, die natürlich auch in anderen Branchen wichtig sind. Und würde jetzt gerne, das zeigt auch die nächste Folie, die Möglichkeit bieten, Fragen zu stellen oder in eine Diskussion zu gehen. Genau. Ja, hallo? Hallo. Hört Sie mich? Ja. Wir hören Sie. Ja, erstmal vielen Dank für die kompakte, übersichtliche Darstellung. Ich habe mir ein paar Sachen notiert auch. Und zwar die erste Frage wäre, was ich jetzt noch nicht so ganz gesehen habe, ist die Prozessmodellierung. Findet die immer auf der Ebene von Elementen statt, also sprich zum Beispiel Requirements, die durch die Statusmaschinen bestimmte Zustände durchlaufen dürfen und nicht durchlaufen dürfen, oder werden die Prozesse auch globaler modelliert, sprich kann ich einen Prozess für die Verifikation und Validierung modellieren, der mir sagt, zu diesem Zeitpunkt muss ich einen Testplan erstellen und zu diesem Meilenstein muss ich einen Testreport erstellen und den entsprechend hinterlegen, reviewen, freigeben. Ja. Also es ist sowohl als auch. Das ist eine einfache Antwort. Die Prozessdefinition oder die Workflow-Definition hängt immer an einem Vorgang oder besser gesagt an einem Vorgangstyp. Und in dem Fall, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, würden Sie einen Vorgangstyp-Projekt machen. Dieser Vorgangstyp hat nur einen einzelnen Vorgang, das ist das Projekt an sich. Und dieses Projekt durchläuft die unterschiedlichen Phasen. Neben was Sie jetzt gesagt haben, Validierung und Verifizierungsplan erstellen und ähnliches. Und das Projekt startet und Sie haben in dem Projekt die unterschiedlichen Phasen definiert. Und die Phasenübergänge im Projekt passieren entweder durch das, dass Sie sie manuell anführen oder durch das, dass bestimmte Bedingungen eintreffen. Also ich hatte ja kurz dargestellt, dass Workflow oder Statusübergänge auch anhand von
dem Eintreffen von Bedingungen von anderen Vorgängen passieren können. Also die Anforderung geht in den nächsten Status, wenn ein Risiko erstellt wurde. Natürlich kann ich auch das Projekt weitergeben, wenn alle Anforderungen einen Testfall haben. Und so kann ich in dem Projekt, das Projekt ist die Klammer um alle Vorgänge, die ich habe. Und wenn bestimmte, also wenn ich alle Anforderungen habe und für alle Anforderungen ein Pflichtenheft und ein Test und ein Risiko ist, dann geht es in die Umsetzung. Und wenn alles umgesetzt wurde und getestet wurde, dann gehe ich in den nächsten Schritt. Und das kann ich in einem Projekt automatisch hinterlegen, dass das Projekt dann in den entsprechenden Status geht und ich dann eben jetzt die Aufgabe habe, den Verification Validation Plan zu erstellen. War das verständlich? Ja, noch eine Nachfrage, und zwar das Dokumentenmanagement beispielsweise, wenn ich jetzt so einen Plan einchecken muss, läuft es über das Tool oder sage ich nur, ich habe es irgendwo anders eingecheckt oder? Das hängt von den Rahmenbedingungen ab, die Sie bei sich in der Firma haben. Also, es ist ja nicht so, dass Sie auf einer grünen Wiese starten. Sie haben ja normalerweise schon Systeme im Einsatz, die Sie unterstützen. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe hier ein geeignetes Tool, wo ich meine Informationen vorhalte, können Sie das natürlich auch an der Stelle belassen und hier nur die Bestätigung angeben. Wenn Sie sagen, ich möchte aber die Vollständigkeit haben und da bin ich ein Freund davon, damit ich nachvollziehen kann, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung standen. Wenn ich das haben möchte, bietet sich es natürlich an, dann diesen Verification Validation Plan, wenn Sie in den Excel haben, anzuhängen, damit ich den Zustand mir speichere, der zu diesem Zeitpunkt vorgeherrscht habe. Oder dass ich die einzelnen Inhalte sogar als eigenen Tracker abbilde, also als eigenen Vorgangstyp und diese hier abbilde. Noch eine Frage, und zwar zu den Rollen. Da gab es ja eine schöne Übersicht zu einmal den Berechtigungen und auch den Verantwortlichkeiten. Diese Verantwortlichkeiten, sind die dann immer projektbezogen oder bekomme ich auch eine Ansicht, was ich in meiner Rolle, sagen wir mal, Tester, insgesamt für Pflichten habe, sprich an welchen Reviews muss ich teilnehmen, welche Dokumente muss ich erstellen, oder ist es immer projektbezogen und was aktuell ansteht, was ich für offene Aufgaben habe, oder ist das auch auf einer allgemeineren Ebene ersichtlich? Ne, es ist so, wie Sie zuletzt gesagt haben, es ist projektbezogen, weil Sie projektbezogen unterschiedliche Rollen einnehmen können. Also Sie sind nicht der Tester an sich, sondern Sie sind Tester in dem Projekt. Sie können aber übergreifend Abfragen machen, um was habe ich aktuell zu tun in allen Projekten. Diese Informationen bekommen Sie. Oder an welchen Vorgängen bin ich überall beteiligt? Diese Informationen bekommen Sie auch. Was muss ich in Zukunft noch machen? Diese Informationen bekommen Sie nicht. Also in Probima selber haben die zum einen die Möglichkeit, Rollen zu definieren. Diese Rollen sind einmal projektspezifisch. In Cobima haben Sie aber auch noch die Möglichkeiten, sogenannte Gruppen zu definieren. Diese Gruppen können Sie dann auch Rollen definieren. Das heißt, diese Gruppen können projektübergreifend sein. Sie definieren dann einfach eine Gruppe und weisen dann bestimmte Rollen in dem Projekt zu. Das heißt, ich kann jetzt beispielsweise Mitglied einer Gruppe sein, in mehreren Projekten, aber in den jeweiligen Projekten kann ich natürlich auch unterschiedliche Rollen haben. Ja, aber es ist immer projektbezogen. Die Rollenzuordnung ist immer projektbezogen. Wenn Sie das jetzt nicht projektbezogen haben wollen, haben Sie die sogenannten Gruppen. Vielleicht abschließend noch eine etwas kritische Frage, und zwar, wenn man Das in ist dem bestens. Umfeld wenn wir in dem Umfeld Medizintechnik sind, angenommen, wir haben jetzt den Auditfall und ich muss jetzt
darlegen, dass ein bestimmtes Element, sagen wir mal, ein Test-Report, korrekt nach dem definierten Prozess zustande gekommen ist, sprich die richtigen Rollen haben am Review teilgenommen. Wie würde ich das mit Unterstützung des Tools oder wie würde mich das Tool da eventuell unterstützen, das darzulegen? Oder muss ich das unabhängig von dem Tool machen? Nein, nee, Sie haben ja in dem Tool, Sie können ja, also wir sprechen mal Tacheles, 2013 haben Sie was gemacht und das ging schief. Und jetzt haben Sie einen Staatsanwalt im Haus. Und der will jetzt nachgewiesen haben, warum Sie, nehmen wir das Auto, nehmen wir Beispiel Automobil, wussten Sie, dass ein Airbag auf dem Beifahrersitz ein Kind töten kann? Das ist immer das Beispiel, das ich nehme, das gab es mal. Ja, weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben. Ergebnis war, dass es eine E-Mail gab, wo von Babykillern die Rede war. Wenn Sie jetzt in Ihren Vorgang reingehen, dann würden Sie in diesem Vorgang sehen, dass Sie eine Risikobewertung gemacht haben, dass Sie einen Testfall gemacht haben und Sie würden auch sehen, zu dem Zeitpunkt, wir sagen Oktober 2013, an dem Tag, an dem Sie den Testfall gemacht haben, welche Informationen zur Verfügung standen. Und welche einzelnen Workflow-Schritte durchgeführt wurden. Also Sie haben den Workflow-Schritt durchgeführt auf der Basis. Sie wussten nicht, dass ein Airbag gefährlich ist. Sie würden dann in dem Vorgang sehen, dass 2014 im August jemand irgendwas mit Babykiller reingeschrieben hat. Dann könnten Sie anhand dessen nachweisen, zum Zeitpunkt 2013, als ich die Risikobewertung gemacht habe und zu dem ich den Workflow entsprechend mich entschieden habe zu gehen, also den Pfad, kritisch, nicht kritisch, konnte ich das noch gar nicht wissen. Weil sie eben sowohl den Workflow-Schritt, wann und wer hat den gemacht, als auch die Information, die zu diesem Zeitpunkt vorlag, die die Basis der Entscheidung getroffen hat, sehen können. Und könnte ich mir da auch jetzt die gültige Statusmaschine zu dem Zeitpunkt irgendwie zurückholen? Oder müsste ich dann in Bezug auf die gültigen und ungültigen Statusübergänge so argumentieren, dass eben zu dem Zeitpunkt nur die genommen werden konnten, die gültig waren, quasi auf der Ebene? Etwas verquer. Ich weiß nicht, ob Sie meinen, wissen, was ich meine. Ich weiß, was Sie meinen. Sie meinen die Dokumentation der Meta-Informationen. Also Ja. kann ich die Konfiguration zu diesem Zeitpunkt nachvollziehen? Genau. Da muss ich an den Herrn Tischler geben. Oder an die Frau Tran. Also Sie meinen die Metadaten, wie Sie Ihren Workflow definiert haben. Ja. Wie war das Zustandsübergangsdiagramm am 31.10.2013? So ungefähr, genau. Genau, ich lasse einfach mal zurückspringen in unseren CodeBeamer. Das, was wir jetzt noch nicht vorgestellt haben, das sind die sogenannten Versionsstände. Das heißt, Sie können wirklich Aha. bestimmte Stände Ihres Projektes einfrieren bzw. versionieren. Das heißt, Okay. ein Versionsstand bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Ihre Konfigurationen zu versionieren, sondern auch sämtliche Dokumente, Ihre Vorgänge zu definieren und Sie sehen auch, welche Veränderungen vorgenommen worden sind. Das heißt, Sie sehen jetzt, wir haben hier diverse Baselines bzw. Versionsstände. Wir haben jetzt hier eine Baseline vom März beispielsweise und die kann ich jetzt vergleichen mit einem neueren. Mit einer neuen Version. Das heißt, ich kann jetzt beispielsweise den alten Versionsstand auswählen und dann einen Versionsstand, den ich gestern erst gezogen habe. Das heißt, Sie sehen, gestern habe ich die Baseline 7 um 15:13 Uhr gezogen. Jetzt kann ich diese ausgewählten Versionsstände anzeigen lassen und Sie sehen, wir haben unterschiedliche Statistiken. Das heißt, Sie sehen, in welchen Orten oder an welchen Plätzen welche Vorgänge, welche Wikis, Dokumente oder welche Abfragen haben sich verändert. Und diese Baselines gelten natürlich auch auf Source-Code-Ebene. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht nur Hardware entwickeln, sondern auch Source-Code implementieren, ebenfalls, Sie können auch in CodeBeamer selber Software Entwicklung managen. Und dann wird auch dementsprechend Ihre Software hier angezeigt.
Das heißt, Sie können sie wirklich hier hineinspringen und sich beispielsweise die Unterschiede auch direkt anzeigen lassen. Sie sehen hier zum Beispiel, wir haben einen Testfall und diesen Testfall hat mein Kollege zu dem jeweiligen, beziehungsweise im März um 10:42 Uhr verändert. Ich sehe, welche Werte haben sich verändert und kann auch dementsprechend die Veränderungen einsehen. Das, was Sie jetzt gemeint haben, Sie können natürlich auch in einen Versionsstand hineinspringen. Das heißt, ich klicke einmal die Baseline Nummer 2 an. Das heißt, wir sind jetzt momentan in dem alten Versionsstand und kann dann wirklich in diesem Stand auch herumbrowsen. Das heißt, jetzt kann Können Sie dann auch in die Tracker-Konfiguration reingehen? definitiv. Also ich bin jetzt momentan, also wir sehen jetzt momentan keine. Ich wähle einfach mal einen anderen Versionsstand aus. Baseline 3 vielleicht. Gehe dann in die Tracker hinein und wir haben immer noch keine. Dementsprechend springe ich einfach mal in einen Versionsstand, wo wir auch schon Work-Items drin haben. Also einen Ja, Moment. es geht um die, nein, nein, es geht, Sie sind genau richtig. Es geht um die Einstellung zu diesem Zeitpunkt. Gehen Sie mal in das Baseline 3 nochmal zurück, bitte. Das Baseline 3, ja. Tracker. Und dann mal in die Software Requirements. Nee, nicht. Genau, und jetzt, ich will nicht das, Optionen. sondern ich will die, genau, die Einstellung. Ach, die Einstellungen wollen sich anzeigen lassen. Das muss ich dann erst nochmal überprüfen. Okay, also ich weiß, ich habe es auch noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass diese Anforderung auch von anderen Sparten gerade reinschwappt. Ja. Da wird der Herr Tischler Ihnen auch mehr sagen können. Ich weiß gar nicht, ob der gerade noch da ist. Genau, also Okay. Wie da die Zukunft aussieht, weil ich sehe das auch als Anforderung, das zu haben. ja. Dass man eben so, wie man die Änderungen an den anderen Stellen sieht, dass sie genauso in der Konfiguration gezeigt wird, dass ich es einfach nachvollziehen kann, wie der Zustand war. Also ein Umweg ist ja immer, was ja oft gemacht wird, ist, dass zusätzlich alles noch als Dokument irgendwie ausgeleitet wird und dass man dann diese Dokumente dann extra noch im Dokumentenmanagementsystem ablegt und dann rauszieht, aber wenn man das natürlich gleich im Tool machen kann, ist das natürlich wesentlich schicker. Ja, das ist richtig. Ja. Also was ganz cool ist, ist, Sie haben eine Vererbungshierarchie von Konfigurationen. Jetzt werde ich ein bisschen abstrus. Ja. Sie können Folgendes machen. Sie können eine Grundkonfiguration anlegen, nennen das Template oder Vorlage. Und jedes Projekt lassen Sie von dieser Vorlage erben. Okay. Wenn sich jetzt Ihre Grundkonfiguration ändert, machen Sie eine neue Version dieser Vorlage. Also Sie haben Vorlage 1.4, Vorlage 1.5. Ja. Und dann können Sie einfach über alle Projekte die Vorlage ändern. Und dann arbeiten alle Projekte nach einer neuen Konfiguration. Okay. Und an der Stelle, also jetzt sind wir noch nicht beim automatischen Prozess, noch beim manuellen. Aber wenn Sie sagen, ich habe zum Zeitpunkt so und so die Version 1.5 geschalten, diese Dokumentation muss ich irgendwo dann festhalten, dass ich dann sagen kann, wann war welcher Workflow wie gültig. Weil ich dann die Konfiguration nur an einer Stelle habe und das gilt für alle Projekte. Ja. Also ja, es ist noch ein bisschen Aufwand auf der einen Seite zu tun, dass ich das dokumentieren kann, aber dann habe ich es für alle und ich habe natürlich auch ich habe keinen Mischmasch der unterschiedlichen Workflows. Ja. Ich arbeite immer in allen Projekten identisch. Das ist halt eine schicke Sache. Ja, also von meiner Seite, ich denke, ich habe einen ganz guten Überblick bekommen, war sehr interessant. Würde mich nochmal bedanken. Fragen hätte ich jetzt sonst Gerne. keine mehr. Okay. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja. Genau. Okay, dann schönen Tag noch. Ja. Danke. Ja, noch. Ja, Ja. tschüss. Tschüss. Tschüss, ja, tschüss.